Die Wikinger schwärmen aus ihrer Heimat Skandinavien in die Welt aus. Die Krieger überfallen Klöster in England, erschließen sich Siedlungsräume und Märkte in Osteuropa. Nun zieht es einige ihrer Verbünde auch nach Süden, in das Herrschaftsgebiet der Franken. Heute Frankreich, Belgien, Deutschland und der Niederlande. Sie plündern sich in Richtung Paris vor. Allein Raubzüge versprechen ihnen unermessliche Reichtümer, die ihnen in der Heimat Ruhm und Ehre einbringen werden. Ihr furchterregender Ruf erleichtert den Vorstoß. Viele Dörfer, Städte und Königreiche auf ihrem Weg zahlen infolgedessen hohe Summen, um von weiteren Überfällen verschont zu bleiben. Erpressung und Lösegeldforderungen werden zum Geschäftsmodell. Mit einer riesigen Flotte von Kriegsschiffen dringen die Wikinger tiefer in das Frankenreich vor, über die Seine Richtung Paris. Ihr gewaltiger Angriff wird das Frankenreich bis ins Mark erschüttern und die politische Landschaft verändern. Später legen die Nordmänner den Grundstein für ihr neues Herzogtum, die Normandie. Nach dem Untergang des Römischen Reichs dehnen sich die Franken über Westeuropa aus. Es entstehen neue politische Strukturen und lokale Herrschaftsgebiete. Wichtige Handelsposten entstehen. Ab Mitte des 8. Jahrhunderts übernahm eine Dynastie die Herrschaft und regierte den Großteil Westeuropas. Das Karolingergeschlecht war ein Familienzweig der Franken, das praktisch die Regierung stellte. Das Karolingerreich war zu der Zeit ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne. Es pflegte Beziehungen zu den Kalifen in Bagdad und zu den Herrschern in Jerusalem. Angelsächsische und irische Gelehrte kamen an den Karolingerhof und lebten dort. Auch der Papst in Rom war ein wichtiger Partner der Karolinger. Das fränkische Territorium hatte sich gewaltig ausgedehnt, bis zur Halbinsel Jütland vor Skandinavien. Die Franken wollten die Dänen zum Christentum bekehren. Die ganze Welt sollte christlich werden. Sie schickten Missionare nach Dänemark. Zwischen den Franken und den Wikingern gab es bereits Handelskontakte. Der Handel zwischen ihnen basiert auf einem unsicheren Frieden. Und er lässt die dänischen Wikinger offenbar erkennen, wie wohlhabend die Reiche in Mitteleuropa sind. Diese Verlockung zieht sie schließlich gen Süden. 799 gab es wohl den ersten großen Angriff der Wikinger auf das Frankenreich. Die Wikinger überqueren den Atlantik und landen an der Westküste des heutigen Frankreichs. Und sie kommen nicht als Händler. In Aquitanien nimmt ihr Raubzug seinen Anfang. Die Piraten griffen vor der Küste das Kloster Saint-Philibert auf der Insel Noirmoutier an. Doch ein schwerer Sturm soll den Überfall vereitelt haben. Etwa 100 Angreifer sterben in den rauen Klippen der Küste. Die Überlebenden retten sich zurück ins Meer und werden dort ein Opfer der tosenden Wellen.
Dieser Angriff im Jahr 799 gilt als der erste der Wikinger auf den Kontinent. Die missglückte Attacke bleibt nicht unbemerkt. Karl der Große regiert das weitläufige Reich mit eiserner Hand. Als Nachfolger seines Vaters auf dem Thron des Frankenkönigs ist er längst zu einer Berühmtheit geworden. Karl der Große hatte diesen riesigen Staat erschaffen, der sich über das heutige Frankreich und Westdeutschland bis in den Nordosten Spaniens erstreckte. Er hatte Länder im Norden und Osten erobert und ein gewaltiges Imperium erschaffen, das auf Unterwerfung, Reichtum, Christentum und Macht gründete. Die verstörenden Nachrichten über die heidnischen Angreifer im Norden erreichen den Hof Karls des Großen. Zur Jahrhundertwende gab es immer häufiger vereinzelte Angriffe der Wikinger. Und die Skandinavier gehen immer kühner vor. In kleinen Banden fallen sie in schlecht geschützte Orte im Frankenreich ein. Ihre Raubzüge sind zusehends organisierter und werden immer brutaler. Bei ein oder zwei Gelegenheiten fällt dabei auch die Bezeichnung Nordmänner, als Hinweis darauf, dass die Wikinger nun auch den Kontinent angreifen. Die Wikinger operierten meist in unabhängig organisierten Gruppen, schlugen schnell zu und verschwanden wieder. Sie griffen völlig überraschend Siedlungen an. Sie raubten eine Siedlung gewaltsam aus und waren weg, bevor lokale Armeen oder militärische Kräfte dorthin gelangen konnten. Das war wohl eine gängige Strategie der Wikinger in ihren ersten Jahrzehnten auf dem Kontinent. Die Nordmänner werden berüchtigt für ihre Überfälle, bei denen sie ganze Siedlungen verwüsten. Immer auf der Suche nach Reichtümern. Ihre Spur der Gewalt zieht sich durch ganze Landstriche und schürt die Angst vor neuen Angriffen. Viele Dörfer bieten bereitwillig Zahlungen an, damit die Wikinger ihre Häuser verschonen und die Bewohner am Leben lassen. Diese Tribute werden zum neuen Geschäftsmodell. Die Wikinger waren schlau. Wenn sie ihre Ziele kampflos erreichen konnten, war das viel einfacher. Sie setzten ihr furchterregendes und gefährliches Image nun also häufig als Drohung ein. Damit ihre Opfer zahlten, bevor es zu offener Gewalt kam. Damit das funktioniert, muss man natürlich einen sehr gewalttätigen Ruf haben. Ein Kritikpunkt daran: Wenn ihr die Wikinger bezahlt, kommen sie im nächsten Jahr zurück und verlangen neue Zahlungen. So verarmt die ganze Region. Manchmal waren es auch kleinere Summen. Menschen zahlten Lösegeld für entführte Verwandte. Wer nicht zahlt, wird ausgeraubt, getötet oder entführt und hat Glück, wenn jemand für sein Leben zahlen kann. Historische Aufzeichnungen geben Einblick in die Verhandlungen der Wikinger mit Bewohnern des Frankenreichs, die sich allzu oft vergeblich auf ihr Wort verlassen. Einer meiner Lieblingstexte mit dem Titel »Das Leben des heiligen Findan«, den die wenigsten Wikinger kannten. Er gehörte einer reichen Familie an und in seiner Kindheit entführten die Wikinger seine Schwester. Es
Sein Vater schickte den Jungen, um mit ihnen um ihre Freilassung zu verhandeln. Er nahm dazu einen Übersetzer mit. Als er versucht, seine Schwester zurückzubringen, wird auch er selbst von Wikingern entführt. Das sagt einiges über den Umgang der Wikinger mit der lokalen Bevölkerung aus und beschreibt zugleich die emotionale Seite. Wie ist es, wenn ein Familienmitglied entführt wird? Wie kann man es befreien? Die Wikinger beratschlagten, ob es moralisch vertretbar sei, jemanden festzuhalten, der Lösegeld bezahlen will. Und sie ließen Findan frei. Das beweist, sie sind keine gedankenlosen Verbrecher. Sie denken über Moral und gute Geschäftspraktiken nach. Jemanden zu entführen, der bereit ist, Lösegeld zu zahlen, wird andere abschrecken. Dass Findan dann erneut entführt wurde, zeigt das chaotische Leben im 9. Jahrhundert. Als prominenter Bewohner der Küstenregion begegnete er den Wikingern nicht nur einmal. Seine Familie hatte Streit mit einer rivalisierenden Gruppe und die bezahlte die Wikinger, um Findan zu entführen. Die Wikinger waren auch als Söldner tätig. Wenn du jemanden verschwinden lassen willst, bezahl die Wikinger. Das Leben eines Menschen gibt hier faszinierenden Einblick in die Aktivitäten der Wikinger, der sich von den Chroniken unterscheidet. Eine sehr persönliche Geschichte über das Leben im 9. Jahrhundert. Auch an anderer Stelle des Frankenreichs droht ein Einfall der Wikinger. Karl der Große schickt Truppen zur Verteidigung von Friesland, einer wichtigen Handelszone mit dänischen Wikingern. Aber die Nordmänner sind längst unterwegs. Im Jahr 810 griff eine Wikingerflotte die friesische Küste an. Die Wikinger attackieren den nordwestlichsten Ausläufer des fränkischen Herrschaftsgebietes. Mit mehreren hundert Kriegsschiffen landen sie an der Küste an, überfallen und verwüsten Inseln und Küstengebiete. Dieser Angriff war offenbar keine Operation unabhängiger Gruppen. Er wurde organisiert von Godfred, dem damaligen König von Dänemark. Gegen das große Wikingerheer haben die Küstenbewohner keine Chance. In vielen erbitterten Kämpfen unterliegen die Friesen schließlich, werden gezwungen, ihren Angreifern mehr als 100 Pfund Silber zu geben. Die Wikinger wurden für Karl den Großen nun erstmals zu einem ernsten Problem. Er begann, die Verteidigung der Küsten zu verstärken und ließ in den Häfen Schiffsflotten bauen. Und es wurden schon sehr früh im 9. Jahrhundert Küstenwachen eingerichtet, an allen wichtigen Wasserwegen in das Frankenreich, die die Wikinger angreifen konnten. Karl der Große stirbt im Jahr 814. Seine militärischen Erfolge haben den größten Teil Westeuropas vereint. Nachfolger auf dem Frankenthron wird sein Sohn, Ludwig der Fromme. Seine Vorbilder waren die römischen Herrscher und er hatte die Vision, das Reich noch weiter auszudehnen. Dabei fasste er Dänemark ins Auge und die Möglichkeit eines Konflikts mit den damaligen dänischen Königen. Die Bürde des Vaters wiegt schwer. Ludwig muss zunächst die Kontrolle über das riesige Reich bewahren. Noch immer werden wichtige Häfen und Handelsrouten von den Feinden aus dem Norden bedroht. In der frühen Wikingerzeit war Dorestad die größte Handelssiedlung in Nordeuropa.
Sie erstreckte sich etliche Kilometer entlang des Rheins. Dort waren das ganze Jahr über viele Händler und Kunsthandwerker ansässig. Schon vor dem Zeitalter der Wikinger war Dorestad für Händler und Seefahrer aus Skandinavien ein vertrauter Ort. Von dort konnten Waren über den Fluss westlich nach England, aber auch in den Norden nach Skandinavien verschifft werden. An dieser Kreuzung hatte der Ort seinen perfekten Platz. Die Handelssiedlung Dorestad gilt als Symbol wirtschaftlicher Blüte des Frankenreichs. Ihr Wohlstand ist ein verlockendes Motiv für die gefürchtetsten Räuber jener Zeit. 834 machten sich die Wikinger auf nach Dorestad. Sie brannten Teile der Stadt nieder und nahmen einige Bewohner gefangen. Das Handelszentrum hat die Mittel für einen schnellen Wiederaufbau und wird dadurch immer wieder zum lohnenden Opfer. Im darauffolgenden Jahr greifen die Wikinger Dorestad erneut an. Im Jahr 836 wird die friesische Küste zum dritten und 837 zum vierten Mal Ziel der gewalttätigen Wikinger. Vier Angriffe in vier Jahren. Die Wikinger kehrten immer zurück. Dorestad lag ganz am Rand des Frankenreichs und es dauerte, bis die Nachricht eines Angriffs die Herrscher erreichte. Und noch länger, bis Truppen dort eintrafen, um die Angreifer abzuwehren. Da waren die Wikinger längst verschwunden. Mit immer neuen Überfällen auf wohlhabende Siedlungen werden die Wikinger zu einer dauerhaften Gefahr. Mit ihren schnellen Booten erreichen sie über die Flüsse zusehends weitere Ziele für Plünderungen, während das Frankenreich zugleich mit internen Problemen kämpft. Im 9. Jahrhundert sah die Herrschaft der Karolinger ihrem Niedergang entgegen. Es begann damit, dass König Ludwig der Fromme 840 starb und drei Söhne hinterließ. Zuvor hat er das Reich unter seinen Söhnen Lothar dem Ersten, Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen aufgeteilt. Kein Sohn war mit seinem Anteil zufrieden. Was schließlich zur Spaltung des Karolingerreichs in drei Herrschaftsgebiete führte. Die Teilung erfolgte formal im Jahr 843 mit dem sogenannten Vertrag von Verdun. Er besagte, dass die drei überlebenden Erben Ludwigs des Frommen jeweils einen Teil des Territoriums als unabhängige Königreiche erhalten. Karl der Kahle bekam als Herrscher des Westfrankenreichs massive Probleme. Nicht nur die Aristokraten in seinem Herrschaftsgebiet formierten sich zu Aufständen, sondern auch die Bretonen entlang der Westgrenze. Die Wikinger sind geübt darin, Chancen zu erkennen und zu nutzen. Die politischen Wirren im jetzt dreigeteilten Frankenreich kommen ihnen äußerst gelegen. Binden sie doch überall auch Militärkräfte. Dies ist der Moment für die Wikinger, noch weiter in die Frankenreiche vorzudringen. Sie konnten deswegen so leicht in das Frankenreich vorstoßen, weil deren Armeen gerade damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu bekämpfen. Die Wikinger wollten das Frankenreich nicht erobern, sondern ausplündern. Sie wollten Silber und Gefangene, die sie als Sklaven nehmen konnten. Wenn sie auf Widerstand stießen, besiegten sie das fränkische Militär nicht, um die Macht zu übernehmen. Sie raubten sie aus und zogen weiter. Musik
Die Thronstreitigkeiten lassen die Verteidigung des einstigen Großreichs nach außen nahezu zusammenbrechen. Die Wikinger haben auf den Flüssen freie Fahrt. Die Siedlungen, die sie an ihren Ufern überfallen, sind praktisch wehrlos. Am 24. Juni 843 nähert sich ein mächtiger Flottenverband über die Loire seinem nächsten Ziel, in strategisch guter Lage an der Flussmündung, der Handelsstadt Nantes. Zum Johannistag waren viele Menschen in der Stadt. Die Wikinger griffen in voller Stärke an. Ein zeitgenössischer Bericht nennt 67 Schiffe. Bei 30 Männern pro Schiff kommt schon eine Armee zusammen. Sie griffen die Stadtmauern an und überwanden sie trotz Widerstand mit Leitern und drangen so in die Stadt ein. Die Bewohner flohen in die sichere Kathedrale, denn sie war aus Stein gebaut. Die Wikinger gehen mit Gewalt vor, töten wahllos. Viele Bewohner können sich in der Kirche verbarrikadieren. Sie vertrauen auf die schweren Türen und ihren Glauben. Die Wikinger zerschlugen die Türen und die Fenster. Auch in dem Gotteshaus zeigen die Wikinger keine Gnade. Sie töten die Gläubigen, die Mönche und den Bischof. Erst am Abend geht der Albtraum zu Ende. Die Stadt ist verwüstet. Die Wikinger beladen ihre Schiffe mit voller Beute und Gefangenen und verschwinden in der Nacht. Wir erkennen deutlich, dass die Überfälle im 9. Jahrhundert im Frankenreich von einzelnen Wikingergruppen begangen wurden, mit jeweils eigenen Zielen. Einer der häufigsten Irrtümer ist, dass die Wikinger eine Art Gremium hatten, das irgendwo in Dänemark vor einer Europakarte saß. So war es nicht. Es gab kleine Gruppen und Verbände von Wikingern, die zusammen loszogen und sich bereicherten. Inzwischen geht man von hierarchischen Strukturen aus. Die Flotten und Schiffe der Wikinger waren wie politische Räume mit eigenem Recht. Sie verwalteten und organisierten sich selbst und operierten außerhalb des traditionellen Machtnetzwerks. Diese Wikinger-Armeen trieb weder pure Feindseligkeit noch Willkür. Sie waren absolut opportunistisch, aber auch vorsichtig und rational. Ihre Raubzüge scheinen sorgfältig geplant, mit präzisen Kenntnissen über die Orte, die sie ansteuerten. Das alles erfolgte durch Vorbereitung und Informationsaustausch mit der lokalen Bevölkerung oder anderen Wikingergruppen. Viele solcher Gruppen waren lange Zeit im ganzen Frankenreich aktiv. Nicht eine Saison lang, sondern Jahre und Jahrzehnte. Das Jahr 845. Eine Flotte von 120 Schiffen nähert sich über die Seine der Stadt Paris. An Bord tausende erfahrene Kämpfer. Sie hatten zuerst Rouen in der heutigen Normandie nahe des Atlantik geplündert und fuhren dann weiter nach Paris. Die mit 20.000 Bewohnern dicht besiedelte Stadt liegt damals auf einer Seine-Insel. Ihren Reichtum schützt lediglich ein Wall. Es war nur eine kleine Insel auf Sand, die Île de la Cité, und die Wikinger begannen sie zu belagern. Karl der Kahle muss fürchten, ein Juwel und Herzstück seines Westfränkischen Reiches zu verlieren. Der König lässt eilig Truppen zusammenziehen.
Zuerst töteten die Wikinger in Sichtweite der Stadt Gefangene. Sie sollen 111 Menschen erhängt haben, was die übrige Frankenarmee demoralisierte. Die Wikinger verstanden sich auf psychologische Kriegsführung. Angeblich ist ein Teil der Armee danach desertiert. Sie griffen zwar das Kloster an, aber es gibt keine Berichte darüber, dass die Stadt selber geplündert oder zerstört wurde. Karl der Kahle zahlte den Wikingern tausende Pfund in Silber und Gold als Tribut. Und nach dieser Lösegeldzahlung des Königs zogen sie sich zurück. Ihr Überfall auf Paris beschert den Wikingern enormen Reichtum. Sie kehren in ihr Heimatland zurück, um die Beute zu präsentieren. Anführer der siegreichen Krieger ist ein charismatischer Mann, dessen Name mit Ehrfurcht ausgesprochen wird. Ragnar. Ragnar Lodbrok ist eine sagenhafte Figur der alten nordischen Mythologie. Fränkische Berichte in lateinischer Sprache erwähnen auch einen Ragnari oder Ragnarius. Daher geht man oft davon aus, dass Ragnar gemeint ist. Handelt es sich um jenen legendären Ragnar Lodbrok, der 20 Jahre später beim Kampf um das englische York durch die Hand des angelsächsischen Königs Ella stirbt? Aus dem skandinavischen Mittelalter gibt es viele Geschichten um ihn, die ihn als großartigen Kämpfer beschreiben. In der altnordischen Saga von Ragnar Lodbrok ist er ein dänischer König oder dänischer Aristokrat, der gegen Drachen kämpft und die Prinzessin heiratet, die in einer Harfe versteckt war. Ragnar findet sie, erkennt ihre Schönheit und nimmt sie zur Frau. Aber er bezweifelt ihre königliche Abstammung. Sie beweist es ihm, indem sie ein Kind zur Welt bringt, in dessen Pupillen ein Drache zu sehen ist. Das sind mittelalterliche Geschichten. Historiker, Forscher und Autoren haben lange Zeit versucht herauszufinden, ob Ragnar wirklich eine historische Figur war. Sicher stimmt nicht alles, was ihm zugeschrieben wird. Die erfolgreiche Belagerung von Paris zieht weitere Verbände von Wikingern an. Wenige Jahre später sind auf allen großen Flüssen des Westfrankenreichs skandinavische Flotten unterwegs. Im weiteren Verlauf des 9. Jahrhunderts erlebten die Königreiche im westlichen, mittleren und östlichen Frankenreich weitere Abspaltungen und innerpolitische Kämpfe. Aber 885 gelang es dem neuen König Karl III. Durch verschiedene Erbteilungen, wieder die Kontrolle über sämtliche Gebiete zu erlangen. Er wurde für kurze Zeit Herrscher des wiedervereinigten Karolingerreichs. Aber König Karl III. Kann gegen die Wikinger wenig ausrichten. Die Überfälle reißen nicht ab. Die Wikingerheere errichten im ganzen Reich Lager, die mit den Jahren immer größer werden. Die Kämpfer vermischen sich mit der örtlichen Bevölkerung. Eine neue Generation von Wikingern wächst heran. Vereinzelt sieht man, wie Familien die Wikingerarmeen durch das Frankenreich begleiten. Das heißt, die Wikinger reisten in kompletten Familienverbänden, zumindest manchmal. Viele von ihnen stellten sich also auf einen langfristigen Aufenthalt ein. In etlichen Häfen waren zum Ende des 9. Jahrhunderts Skandinavier schon fast sesshaft geworden.
the late 9th century. Es ist noch nicht ausführlich untersucht worden und viele Menschen wissen gar nicht, dass Frankenherrscher den Wikingern Teile der Niederlande zusprachen. Sie sollten sie in ihrem Auftrag verteidigen und die Steuern abführen. Teile des westlichen christlichen Reichs werden also von Wikingern regiert, im Namen des Frankenkönigs. Ein bemerkenswerter Vorbote dessen, was später in der Normandie passiert. Im Vereinigten Königreich Karls III. Sind die Franken nun überzeugt, die skandinavischen Eindringlinge in Schach halten zu können. Überall werden Wehranlagen errichtet, um Angriffe der Wikinger zu verhindern. Mitte der 860er Jahre hatte der damalige König Karl der Kahle bereits eine Brücke über die Seine bauen lassen. Eine solche Brücke konnte die Wikinger daran hindern, den Fluss zu befahren. Das war ein Versuch, sich gegen sie zu schützen. Aber Brücken alleine reichen nicht aus, die immer größer werdende Zahl der Feinde zu stoppen. 885 stößt eine neue Armee hinzu. Etliche Gruppen aus England vertriebener Wikingerkrieger. Sie schließen sich im Frankenreich mit organisierten Verbänden zusammen und ziehen plündernd durch Flandern. Es muss apokalyptisch gewesen sein. Ein Chronist berichtet über diese Zeit und schreibt, die Straßen seien übersät gewesen mit den Leichen von Männern, Frauen und Kindern an der Brust ihrer Mutter. Es war schrecklich und bedrohte eine ganze Lebensweise. Der Legende zufolge ist einer der Anführer ein Wikinger namens Rollo. Ein großer, angsteinflößender Kämpfer. Er verlangt vom neuen Frankenkönig Tribut. Dann will er die Überfälle im Norden seines Reichs beenden. Als Karl der Dritte jeden Handel verweigert, macht sich Rollo mit seinen Männern auf den Weg nach Paris. In Paris regiert Graf Odo als Statthalter der Franken. Da sich der König selbst in Italien aufhält, ruht die Verantwortung für Paris allein auf den Schultern von Graf Odo. Als Kind musste er mit ansehen, wie die Wikinger seinen Vater getötet hatten. Seitdem sinnt er auf Rache und will seine Stadt nicht in die Hände derselben Krieger fallen lassen. Die Wikinger nähern sich der Stadt auf der Insel. Eilig lässt Odo massive Türme an den beiden Seinebrücken bauen. Da steuerte eine gewaltige Flotte über die Seine. Einige sprechen von mehreren tausend Kämpfern, andere von 30, sogar 40.000. Sie näherten sich, aber Paris war nicht ihr Ziel. Die Wikinger haben größere Pläne. Sie wollen tief ins Inland vordringen, ins reiche Königreich Burgund. Sie trafen sich mit Odo. Die Wikinger verlangten, passieren zu können. Sie wollten an Paris vorbei nach Burgund, um ihren Raubzug fortzusetzen. Ihre Bitte wurde abgelehnt. Mit dieser Entscheidung geht Odo ein großes Risiko ein. Immerhin hat er nur 200 Adlige mit Gefolge, um sich gegen die Angreifer zu verteidigen. Daraufhin belagerten die Wikinger die Stadt erneut. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber. Am anschaulichsten beschreibt es ein Mönch der Abtei Saint-Germain-des-Prés, die gegenüber am westlichen Seineufer lag. Der Benediktinermönch und Dichter Abu Zernus wird Augenzeuge des Wikingerangriffs.
Er wollte vor allem ihren Angriff auf die Kirche darstellen. Abo übertrieb gerne und fantasierte wohl ein wenig, als er den Grad der Gewalt und die Anzahl der Angreifer beschrieb. Es gibt viele stark übertriebene und tendenziöse Passagen. Ihm zufolge ankerten vor den Mauern von Paris so viele Schiffe auf der Seine, dass man das Wasser nicht mehr sehen konnte. Er beschreibt, wie die Mönche aus Angst vor den Wikingern mit den Gebeinen der Heiligen aus dem Kloster flohen. Seitlich der Stadtmauern sicherten zwei massive Brücken die Île de la Cité, aber sie waren nicht fertiggestellt. Die Wikinger interessierte vor allem die Brücke zum Nordufer. Sie wollten den unfertigen Turm erobern und schickten Leute mit Schaufeln los, um das Fundament auszugraben. Sie waren geschützt durch Schilde mit Lederhaut über ihren Köpfen. Die Verteidiger von Paris warfen Öl, Steine und einen großen Holzklotz mit Eisenstacheln auf die Wikinger hinab. Die Wikinger schickten Gefangene zum Graben. Aber auch sie wurden getötet. Dann versuchten sie, die Brücke mit 5 Schiffen in Brand zu setzen, scheiterten aber. Dieser Angriff von außen auf die Stadt dauerte etliche Monate, bis ins Jahr 886. Graf Odo schickte einen Kurier, um den König um Hilfe zu bitten. Der schickte ein Entsatzheer zur Befreiung. Doch der Heerführer, Graf Heinrich, stürzte mit seinem Pferd in eine Falle der Wikinger und wurde getötet. Der zur Rettung geschickte Armeekommandant wurde umgebracht. Etwa ein Jahr später erschien Frankenkönig Karl III. Vor Paris. Er lud die Wikingerführer in sein Quartier auf Montmartre ein. Es heißt, die Stimmung sei gut gewesen. Er beschenkte sie und versprach ihnen viele Kilo Gold, wenn sie Paris verließen. Er erlaubte ihnen sogar, über die Seine landeinwärts zu reisen. Das klingt völlig verrückt, aber Karl hatte Ärger mit einigen Herzögen. Daher gestattete er ihnen praktisch, Burgund zu plündern, das ihm nicht genug Unterstützung gewährt hatte. So bestrafte er seine Statthalter in Burgund für die verweigerte Unterstützung, indem er ihnen die Wikinger schickte. Die Verteidiger von Paris fühlten sich von ihrem Regenten im Stich gelassen. Sie hatten so lange Widerstand geleistet und der König gab den Wikingern nach. Viele Monate lang haben die Skandinavier Paris belagert. Die Kämpfe um die Stadt kosten tausende Menschen das Leben. Graf Odo erlangt als großer Verteidiger der Stadt Heldenstatus und geht in die Geschichte ein. Der Ruf von König Karl III. Ist jedoch schwer beschädigt. Er stirbt ein Jahr später und das große Karolingerreich steht erneut vor der Spaltung. Das änderte auch die Bedeutung von Paris. Von einer halbwegs wichtigen Stadt zu einer strategisch wichtigen Metropole des Frankenreichs. Es markierte den Aufstieg von Paris hin zur Hauptstadt Frankreichs. Frankenkönig Karl III. Fand einen Weg, die Überfälle der Skandinavier zu beenden. Er verhandelte mit einem ihrer Anführer, Rollo, im Französischen Rolf, und bot an, dass sie dort sesshaft werden. Im Gegenzug sollten sie dafür sorgen, dass keine anderen Wikingergruppen mehr über die Seine reisten
und Paris plünderten. Man nannte Rollo den Geher, weil er so groß war, dass ihn kein Pferd tragen konnte. Er musste zu Fuß gehen. Er soll der Sohn eines norwegischen Grafen gewesen sein. Möglicherweise war der historische Rollo Däne. Wir wissen wenig über ihn, außer dass er eine Wikingerbande anführte, die Nordfrankreich überfiel. Und dieser Rollo etablierte sich und wurde der Herzog der Normandie. Wie die Geschichte zeigt, hatte das große Konsequenzen. Rollo und seine treuen Gefolgsleute werden in der Normandie sesshaft. In ihrer neuen Heimat entwickeln sie eine eigene Identität, ein eigenes Selbstverständnis. Wenn man den Quellen trauen darf, regierte Rollo die Normandie 50 Jahre lang. Und nach ihm übernahmen seine Söhne, Enkel und deren Söhne die Herrschaft. Tatsächlich ist Wilhelm der Eroberer, der 1066 England einnimmt, ein Ururenkel von Rollo. Diese Provinz trägt seitdem den Namen der Siedler, also Rollo und seinem Gefolge. Normandie, die Region der Nordmänner. Die Wikinger blieben Wikinger. Sie setzten ihre Überfälle fort, vor allem auf die Bretagne und Aquitanien. Sie blieben ihren Gewohnheiten treu. Aber zugleich heirateten sie in die Bevölkerung der Region ein, ließen sich nieder, gingen fischen, wie sie es zu Hause getan hatten. Sie begannen Französisch zu sprechen und viele von ihnen wurden Christen. Offenbar wurden sie ganz allmählich Franco-Skandinavier. Sie wurden Normannen. In den folgenden Jahrzehnten ziehen weitere Gruppen von Skandinaviern in die Ferne. Auf der Suche nach neuen Territorien und Reichtum. Sie entdecken die unbewohnten Inseln Island und Grönland. Als die Lebensbedingungen zusehends härter werden, ziehen sie noch weiter nach Westen. Die Wikinger betreten als erste Europäer einen noch völlig fremden Kontinent. Amerika.